Oh my gosh. Herz der Infektion. Krass. Und damit herzlich willkommen zu Stellar Blade. Wir haben ein klitzekleines Problem. Und ich hoffe mal, dass wir das irgendwie gebacken kriegen. Okay, wir haben keine Munition. Habe ich das gerade richtig gesehen? Malstrom. Okay. Malstrom. Krass. Ja, läuft. Ne? Also, läuft. Läuft einfach. Was ist das? Okay, immerhin. Okay, wir haben... Aber wir sollten unbedingt skillen, dass wir mehr haben. Okay. So. Also Taumelanzeige hat er nicht. Das heißt, man kann auch nichts wirklich kontern, vermute ich mal. Was denn auch? Ohne Schwert. Sollen wir da drauf gehen? Ich vermute mal, alles, was leuchtet, ist immer gute Taktik. Gott, ist das Ding ekelhaft. Warum sind da Menschen drin? Hat der... Also okay, wobei das sieht auch wieder eher aus wie so Statuen, ne? So ein bisschen. Herz der Infektion. Ist das jetzt irgendwie... Ist das ein intelligentes Wesen? Wir gehen eh gleich drauf. Ey, sorry. Okay, ich... Das jetzt vielleicht doch. Okay, Scheiße. Und ich sollte irgendwie versuchen, Munition aufzusammeln. Hier muss irgendwo Munition sein. Die können mich ja nicht hier so völlig schutzlos. Ey, das ist aber auch echt ein Rotz, ne? Das ist mit dem Schwert eine Sache und dem Kontern. Auch scheiße schwer, ja. Aber so? So völlig blank? Na, immerhin, wir haben noch 2 Lebenspunkte. Was will man mehr? Geht schon gut runter. Jetzt, wo die Schilder einmal weg sind, ist es nur eine Frage, wer hat mehr Ausdauer. Fuck. Mann. Habe ich jetzt wieder was eingesammelt? Okay. Hey, wir haben das überlebt. Krass, wir sind da. Okay, jetzt die Schilder sind auch intakt. Aber hallo? So, die gut im Ausweichen. Scheiße. Jetzt müssen wir wahrscheinlich die Dinge erst wieder ballern, die wir da jetzt Schaden machen können. Oh! Oh mein Gott! Krass! Was? Krass! Oh, kein Problem. Also. Ein Hyperantrieb. Oh. War das jetzt ein Alpha? Wir sind ja hierher gegangen, um ein Alpha zu holen, ne? War das jetzt ein Alpha? Und wieso heißt das Hyperantrieb? Weil für mich sind das immer Sachen, die... So? Der Erhaltungszustand der Hyperzelle ist gut. Okay, lass uns vorsichtig sein. So, und wir achten jetzt mal darauf, wo wir das jetzt hin tun. Ich werde dich mit dem Tetrapod draußen abholen. Warte. Das da... Das ist ein Vermächtnis. Ein was? Ein Vermächtnis? Was ist das? Ein Gerät mit Aufzeichnungen vom Landetrupp vor mir. Darin sind wichtige Informationen für den nächsten Landetrupp. Verstehe. Aber was hat ein Landetrupp so weit draußen zu suchen? Das scheint... Vielleicht wussten sie etwas über den Alpha oder den Ältesten. Ich werde sie mir ansehen. Okay. 02. Tag 8 nach dem zweiten Absprung. Dritte Aufzeichnung. Vermächtnisbericht Raven. Verbliebene Überlebende Ripley und Annis. Ripley? Annis Zustand ist bedenklich schlecht. Krass. Der Tod wird höchstwahrscheinlich bald eintreten.
Wir haben ein Labor entdeckt, 4,47 Kilometer vom Abwurfpunkt entfernt. Okay. Offenbar wurden hier Natibas erforscht, aber wegen der Kontamination ist es schwierig, Informationen zu erhalten. Jedoch stieß ich beim Durchsuchen der Daten auf einen erstaunlichen Fakt. Okay. Vor dem Krieg, den wir den letzten Krieg nennen, war ein weiterer Krieg. Ein Krieg, der zwischen der Menschheit und den selbst erschaffenen Androiden entbrannte. Den sogenannten Androides. Androides. Die Menschen verloren ihn gegen ihre eigene Schöpfung. Oha. Die Überlebenden versteckten sich in Untergrundanlagen, doch die Schlacht war nicht vorbei. Aber dann änderte ein unerwartetes Ereignis den Kriegsverlauf. Als die Menschheit fast ausgerottet war, erschienen aus dem Nichts mächtige Wesen unbekannter Herkunft. Es waren die Natibas. Der Krieg mit den Natibas führte zur Zerstörung der Androiden. Und so gelang es der Menschheit letztendlich, Zuflucht in der Kolonie zu finden. Oh. Von nun an forsche ich nach dem Ursprung der Natibas. Ich hoffe, dass ich damit den Natiba-Ältesten ausfindig machen kann. Wer auch immer dies ansehen wird. Ich hoffe, Mother Sphere wird dich segnen. Krass. Zweiter Landetrupp. Und sie waren nicht die Zweiten. So, es gab vorher schon was. Gibt. Und es gab schon einen großen Krieg vor dem letzten Krieg. Hm. Von so etwas habe ich noch nie in der Kolonie gehört. Was denkst du darüber, Adam? Die Geschichte der Menschheit ist voller Kriege. Wen wundert's da, dass es vor dem letzten Krieg bereits andere Kriege gab? Und dennoch, irgendwie seltsam, dass das... Was ist das für eine eigenartige Reaktion von Adam? Ich nehme das mit und breche auf. Warte noch, Eve. Ich hol dich mit dem Tetrapod ab. Okay, ich warte hier. Und warum hast du nicht aus uns da erst hingefahren? Ich bin etwas verwirrt. War der kaputt. Okay. Die will nicht mehr. Die Prüfung wiederholen. Nein. Nein, danke. So. Man gewöhnt sich so ein bisschen dran, hier alles scannen zu können. Zwischendurch immer wieder versucht, hat nichts gebracht. Okay. Okay. Großartig, Eve. Kehren wir nach Zion zurück? Musst du sonst noch was tun? Aber Adam ist wirklich erstaunlich desinteressiert, ne? Wie kann ich dir helfen? Okay. Wir können unseren Waffenkern verbessern. Und, okay, man brauchte tatsächlich 3 für ein verbessertes Trinksystem. Wie geil. Okay, jetzt haben wir 4. Vielleicht hatten wir am Anfang nur 2. Kann schon sein. Okay, und wir haben Materialien. Aber so wie es aussieht, müssen wir uns entscheiden, was wir nehmen. Das ist doch nicht schlecht. Baumpfingstrose. Nice. Okay. Wie cool. Ja, echt schade mit den Materialien. Ne, dass sie da so ein bisschen... Aber okay, andererseits. Das macht den Reiz ja aus. Dass man bestimmte Sachen erst erfahren muss. Und je schwieriger und ätzender, desto schöner ist das Gefühl, wenn man irgendwas erreicht hat. Okay. Aber gut. Mal schauen, sind wir jetzt unter... Ach nee, hä? Hätten wir uns dann hier jetzt auch wiederbeleben können? Also...
uns erfrischen. Ausruhen. Okay. Dann müssen wir jetzt ja rein. Irgendwie weiß nicht. Könnte sie auch Penisblume nennen, keine Ahnung. Oder Rüsselblume. Schlauchblume. Phallusblume. Die Viecher kennen wir auch. Dann ist die Struppi, die kennen wir auch schon. Okay. Anspuckt, Arschloch. Aber cool, jetzt haben wir 4. Voll geil. Okay. Ah, hier ist schon ordentlich was los. Okay. Polymermaterial, das ist doch das, was wir brauchen, wo wir 30 Stück brauchen für unsere Klamotten. Für ein nice Outfit. Okay. Okay, das ist ja irgendwie auch eine Werkbank, aber können wir nichts machen. So, kloppen wir gerade erst nochmal ein paar Kisten. Aber vielleicht ist es wirklich so, dass man bestimmte Sachen auch erst dann erreichen kann, wie wo wir die Kiste verschoben haben und da nicht hochgekommen sind, ne? Zur dritten... Scheiße! Zur dritten Station. Keine Ahnung, wie das heißt. Da... Ekelhaft. Okay. Dann. Also vielleicht ist es auch so, weil das hier Open World ist und man sich auch ein bisschen aussuchen kann, wie man die Quests macht, dass man vielleicht bestimmte Sachen auch erst im späteren Spielverlauf kann. Mal schauen. Oder wir sind einfach nur zu dämlich und checken es nicht. Vielleicht gibt es zum Beispiel später noch irgendwelche Möglichkeiten mit den Zugangscodes, dass man die irgendwie lokalisieren kann oder so. Vielleicht. Oder das sind irgendwelche Quests aus anderen Gebieten. Boah, wie hässlich. Echt so krass, was haben die da? Sind das Hämorrhoiden? Das ist halt voll die fetten Hämorrhoiden, die da bis zu den Knöcheln hängen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wer ist eigentlich dieser Gosch? Okay. So. Das sind wieder diese Viecher vom Anfang. Das sind aber auch die mit der Tasche, ne? Die waren unten in dieser Versuchsstation drin. Das waren ja solche. Schon komisch, die sind wirklich extremst humanoid. Die jetzt hier nicht so, klar. Und die, die auch eher wie Tiere sind, auch nicht. Pferd hatten wir schon. Was hatten wir noch? Der eine hat ja immer so galoppiert und gewirrt. Ach, ich weiß gar nicht, was für Viecher wir noch hatten, aber Viecher auf alle Fälle. Okay. Wie Sie sehen, sehen Sie mal wieder an nichts.
Okay. Kann man auch nichts machen? Vielleicht brauchen wir da noch andere Waffen, um die Ballons abzuschießen. Vielleicht soll man die auch gar nicht abschießen. Kann natürlich auch sein. Oder wir sind noch zu weit weg. Krass. Was für Moves. So nice. So nice. Voll cool. Okay. Kommt man hier rum? Okay. Hier kommen noch ein paar. Auch Neid. Stand eine Couch. Also irgendwer macht es hier sich ganz schön gemütlich, aber dass da die Netibas die einzigen sind, die hier sind. Weißt du, was krass wäre? Weil das hat das nicht auch irgendeiner mal gesagt? Guck mal gerade nochmal. Hat das nicht auch einer mal gesagt? Mach mal die. Das ist eine Falle. Die verarschen euch. Die machen aus euch Netibas. Ne, die verwandeln euch. Die nutzen euch aus. Und das wäre echt mega krass, wenn quasi dieser Orkel, wenn der uralt wäre, schon auch vom alten Krieg noch, vom ersten Krieg, wo die Menschheit quasi Mittel und Wege finden musste, kurz vor der Vernichtung, haben die vielleicht so ein Zuchtprogramm gestartet und jeder, der nicht gut genug war, ne, praktisch die oberen 10.000, offensichtlich ging es sehr nach Äußerlichkeiten, keine Ahnung, oder was weiß ich, wonach die gegangen sind, vielleicht mentale Stabilität, irgendwie sowas, die haben sie in die Kolonie verschifft und den Rest haben sie unten in die Wiege gepackt, ne, so wie, vielleicht ist es nicht die einzige Stadt, offensichtlich, die haben ja auch von anderen Städten schon geredet, die kommen in die Wiege und in der Wiege machen die aus denen Netibas, ne, also irgendwie aus der Biomasse oder wie auch immer, wäre schon eine harte Nummer, mega harte Nummer. Und jetzt haben sie irgendwie den Absprung nicht mehr geschafft, obwohl die Androiden nicht mehr da sind. Aber andererseits, warum will man Androiden bekämpfen? Klar, auf der einen Seite lohnt es sich... Ey. Ey. Fuck, Mann. Okay. Auf der einen Seite lohnt es sich natürlich, sich mit dem Feind irgendwie so zu verbünden oder zumindest die Stärken des Feindes auch mit für seine eigenen Zwecke zu nutzen, ne? Nach dem Motto, wir haben jetzt auch mit Mother's Fear so eine Art KI oder sowas. Aber das da zum Beispiel, das, was ist das zum Beispiel? Diese Viecher, das sind doch keine Netibas. Das sind doch irgendwelche Androiden. Oh, kann das vielleicht sein, dass hier noch so vereinzelt Androiden abspringen oder rumspringen? Hoch. Und jetzt? Okay. Okay. Okay, müssen wir noch rüber. Können wir uns gleich noch ein bisschen umgucken. Auch witzig. So, wenn ich mich nicht verguckt habe, müssen wir jetzt hier richtig sein. Und das? Sind das jetzt Netibas oder sind das Androiden? Irgendwie so eine Mischung, oder? Weil die einen, die sehen wirklich komplett anders aus. Oh mein Gott. Ein Affe. Obwohl, das sind schon so Gliedmaßen. Alberts Erinnerung. Ich möchte den größten Laden in Xayern bauen. Große Träume sind noch nicht verboten, oder? Verdammt! Verdammt! Ich hätte schneller sein sollen. Okay. Aber hier? Was passiert hier? Ah! Oh! 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 Okay, drei Stück. Oh. Erinnerung von Aaron. Orkel ist tatsächlich ein falscher Prophet. Ein persönlicher Datenlink? Bitte? Von sowas habe ich ja noch nie gehört. Er hat die Bürger erpresst, das war's. Mehr auch nicht. Für einen verrückten alten Mistkerl. Wir freien Bürger müssen gewinnen. Gemeinsam werden wir Bürger niemals unterliegen. Aber ich vermisse meine Schwester. Aaron, okay. Also, die haben ja offensichtlich schon mal... Aarons Schließfach. Okay. Ist das jetzt hier direkt in der Nähe oder ist es eins von denen vor Ort, wo wir keinen Zugangscode hatten, ne? Hatte ich ja auch schon vermutet, das kann, also außer es ist jetzt falsch und es ist doch hier, aber kann schon sein, dass das in der Stadt dann ist. Dass da quasi, da gibt es hier so
mindestens eins, vielleicht sogar zwei, wo wir keinen Zugangscode hatten. Na, dass wir erst die Quest hier machen mussten, um den Zugangscode zu bekommen. Und dann können wir uns die Belohnung quasi in Arons Schließfach abholen. Kann schon sein. Wäre ja eigentlich mal sinnig. Finde ich. Okay. Auch komisch da. So diese Balance. So stellt man sich aber so Endzeit vor, ne? Mit so komischen, metallenen, verwitterten Geräten und Schläuchen und alles so ein bisschen auf mechanisch. Und so verrostetes Zeugs. Okay. Schulbus. Okay. Und ein Lager. Cool. Aber ist Orkel wirklich ein falscher Prophet? Und was steckt da alles dahinter? Ich bin so fucking neugierig. Oh, das ging natürlich schnell mit dem schwarzen Brett. Suche meinen Bruder. Mein Name ist Melina, das hatten wir. Okay. Dann Gold und Bitcoins. Zwei Stück. Ist ja echt witzig, dass wir plötzlich mitten in der Wildnis, mitten in der Ödnis, im Wasteland, hier so ein schwarzes Brett auftaucht. Machen es einem wirklich sehr einfach, dass man auch wirklich hilft und die Bevölkerung ist ja völlig unfähig. Licht der Hoffnung. Aber es ist vielleicht auch gar nicht gewollt, ne, dass man hier eigenständig denkt und handelt. Ein falscher Prophet. Wie kommen die da drauf? Persönlicher Datenlink. War wahrscheinlich, weil sie nichts mehr von Mother's Fear gehört haben. Bisschen Polymere. Omnibolzen. Fernkampfverstärkung. Cool, cool. Und wir müssen, glaube ich, auch von der Drohne nochmal gucken. Dass wir da auch mal ein bisschen gucken, was wir da noch neu machen können. Vielleicht können wir ja auch schon wieder ein bisschen updaten. Und dann gibt es ein paar mehr Infos. Und hier sind diese Sandläufer. Auch witzig, oder? Die haben wirklich was von Sandläufern. Es gibt Druiden da hier. Ist das? Und aber auch was von Druidikas. Aber definitiv. Ja. Ist das vielleicht hier so schon so ein bisschen so eine Hommage an verschiedene Spielegenre? Und das hat was von Harry Potter, Legacy. Irgendwie so. So voll verspielt auch. Oh. Oh! Eingestürzte Gebäuderuinen. Haben wir das schon irgendwo gesehen? Wobei, das sind hier Ruinen. Waren wir hier schon mal? Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Kommt mir jetzt nicht so bekannt vor. Ja, auch schön. Jetzt haben wir hier einen Code und finden die Truhe nicht. Ein Traum. Wie gesagt, mit dem Scan-Vorgang, wenn das nicht ordentlich nochmal aufgewertet wird, sind wir blind. Ich merke, spieltechnisch fast keinen Unterschied zwischen, oh, das Ding funktioniert nicht und wir finden nichts. Wobei man Revelio schon gerne macht. Ne? Macht schon Spaß. Revelio. Können wir eigentlich zaubern? Haben wir so schießen können, wenn er. Aber sonst haben wir eigentlich so magische, in Anführungsstrichen magische Fähigkeiten haben wir nicht. Also wir können jetzt nicht irgendwie Kraft nutzen oder so. Irgendwelche, hey, jetzt verlaufe ich mich hier komplett, aber irgendwie müssen wir doch hier zur Rande kommen. Ich hoffe mal, wir stecken hier nicht noch fest. Ich hoffe, das ist gut programmiert. Auch kein Nerv. Oh mein Gott, okay. Wenn ich da jetzt an Alone in the Dark? Keine Ahnung. Revelio. Oftmals hängen geblieben. Ha, habt ihr irgendwas entdeckt? Ich nicht. Aber okay, ist ja schon auch ziemlich groß mit den Ruinen hier. Okay. Cool, ein Schnellreisepunkt. Ich hoffe, der funktioniert auch. Hallo?
Wegpunkt. Zwischenstation aktiviert. Hier können wir coole Sachen einsammeln. Und wir haben einen Faden. Kommen wir hier hoch. Da ist eine Kiste. Ist das die richtige Kiste? Wie kommt man da hin? Hier rum. Lirum, Larum, Löffelstiel. Ha. Das könnte doch jetzt die... Nee, könnte nicht. Mist. Ja. Also, aber immerhin, wir haben die Kiste. Wir haben schon mal eine Kiste gefunden. Oh. Fuck. Okay, aber ging noch. So, wir versuchen das einfach jetzt. Boah. Okay, wir versuchen das jetzt einfach nochmal. So, und jetzt? Und? Nochmal. So, jetzt halt dich fest. Was? Hä? Von welcher Seite muss man denn da springen? Ich check's nicht. Sie macht dir die unmöglichsten Sachen, aber da hältst du dich jetzt nicht fest. Das kommt jetzt schon. Nochmal. Und los. Vielleicht von hier her? Oder noch von ganz oben? Oder von hier drüben? Von hier? Da ist ein Mensch. Okay. Nee, okay, von hier auch nicht. Okay, nochmal. Okay. Hey. Das da ist dagegen überhaupt kein Problem, ja? Oh, das sieht schon wieder so aus, als ob ich mich gleich... Oh. Hä? Aber... Bist du... Ah! Okay. Okay, komme ich hier hoch? Oder habe ich mich jetzt in eine ausweglose Situation manövriert? Okay. Nee, klappt. Ich komme hier... Das muss so. Das muss so. Ich finde das eigentlich ganz nett hier. Und... Alles hier mit hochhackigen Schuhen sieht schon sehr schmerzhaft. Ah, okay. Hier. So, ich glaube, jetzt haben wir 2 von 3. Und? Sorry, dass wir dein Leben assimiliert haben. So. Okay. Cool. Weiß man, wenn man das sieht? Mensch, vielleicht an einem Umriss könnte man... Kommen wir da rein? Nee, ist nicht angemalt. Vom Umriss könnte man das vielleicht erahnen, welcher Mensch was zu bedeuten hat. Aber meistens heißen die ja immer Mensch, ne? Eigentlich schon. Und da ist egal, ob es ein Sentinel ist oder... Und jetzt? Okay, hätten wir da vorher noch was losschießen müssen? Oder können wir hier einfach... Okay, hä? Vielleicht müssen wir irgendwas abschießen? Oder so? Komisch. Sehr komisch. So. Hier können wir gerade noch mal gucken. Ob es da noch... Okay. Also, ist das eine gute oder eine schlechte Idee, dass wir hier sind? Und nun noch ein kleines Geheimnis für euch. Ich bin eher ein Dorfmensch als ein Stadtmensch.